13. November 1942. Hinter der Geschützfabrik Barrikadi. Verdammt! Schnell, Männer, beeilt euch! Die Russen sind zum Gegenangriff übergegangen. Tja, uns wurde ja gesagt, dass sie das Gebiet nicht kampflos räumen würden. Wir müssen Zeit gewinnen, bis der Rest des Bataillons hier ist. Wir müssen die Linie mit dem wenigen, das wir hier haben, halten. Und das seid ihr, Männer. Alles, was wir jetzt erreicht haben, steht ohne eure Entschlossenheit wieder auf dem Spiel. Lasst eure Kameraden nicht umsonst gestorben sein. Nehmen Sie Ihre Scharfschützen und bringen Sie sie im Vorführraum in Stellung. Von dort aus haben Sie ein gutes Schussfeld. Scharfschützen schießen am besten von den oberen Fenstern aus, während der Rest des Trupps das Erdgeschoss hält. Hier muss jetzt jeder Schuss sitzen. Wählen Sie Ihre Ziele sorgfältig aus, aber tun Sie es schnell. Wir müssen den Vorführraum halten, aber wenn es nicht geht, ziehen Sie sich zu Gebäude 81 zurück. Das ist keine gute Verteidigungsposition. Setzen Sie das Panzerabwehrgewehr ein, falls der Feind mit Panzern anrückt. Die Bolschewiken wollen das hier zurückhaben. Und sie werden auch nicht zurückschrecken. Ihr seid alles, was wir haben. Es tut mir leid, aber wir müssen das tun. Wir haben keine Wahl. Und jetzt geht. Gott sei mit euch. Jawohl, und damit willkommen zurück zu Red Orchestra 2. Männer, wir müssen dieses Gebiet halten. Denkt daran, ich bin bei euch. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass wir das Ganze nicht erhalten. Von wo kommen die Russen dann überhaupt? Von da vermute ich mal, ne? Schauen wir doch mal. Ich hoffe, wir können es halten. Boah, so können wir es natürlich nicht halten. Wenn man direkt mal drauf geht. Ja, super, ist nur noch die Hälfte vom Team über, ne? Das war ein guter Artillerieschlag. Und ich bin kein guter Scharfschütze. Ah, getroffen haben wir. Komm, jetzt aber. Zack. Und zack. Jawohl. Okay, also. Jetzt heißt es halt halten, halten, halten. Man kennt's. Ich hoffe, der hat noch getroffen, der Schuss. Weil gebrochen ist er. Aber ich weiß nicht, ob wir getroffen haben. Verdammt. Mann getroffen! So. Dann. Ja, machen wir es jetzt mal ein bisschen offensiver, hä? Komm, weg mit dir. Ach. Natürlich ist es gescheitert. Neue Verteidigungslinie. Okay. So, von wo kommen die? Von da kommen die, hä? Das war für meinen Kameraden. Zack. Feind getroffen. Jawohl. Das kann er nicht überlebt haben. Zack. Wenn wir es weiter so halten, ist okay. Aber ich befürchte, mit dem nächsten Artillerieschlag wird es dann wieder schwieriger. Was? Komm, als ob. Ach, na gut, ein paar haben wir immerhin bekommen. So. Na, komm her. Das gibt's doch nicht. Komm. Ah. Komm, verbinden. Genau. Tötet sie alle. Oh, ich glaube, eine MP wäre tatsächlich besser als ein Gewehr. Bei den Gegnermassen. Ja. Ausruhen kannst du, wenn der Krieg gewonnen ist. Komm. Nach und schieß. So, also bis jetzt. Halten wir es, glaube ich, ganz akzeptabel. So. Ich glaube, haben wir. Ja, gut, aber es bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ich nehme mal, genau. Okay, also wir haben Verstärkung bekommen. Okay, Magazin ist voll. So, da kam jetzt gerade schon wieder einer. Der ist da irgendwo rüber gehüpft. Na komm, ich hab dich doch. So,
So, der müsste down sein. So, gucke mal. Na, ah, verbinden, verbinden, verbinden. Okay, wie schaut's hier mit der Munition aus? Okay, neues Magazin ist voll. Das weiß ich nicht. Befürchte fast nein. Schaut's hier aus? Genau, lad nach, lad nach, lad nach. So, komm. Zack. Okay. Das ist wirklich besser, wenn wir jetzt hier einfach in der Defensive bleiben. Zack, genau, Munition mitnehmen. Okay. Gerade so nochmal ausgebremst. Den Angriff von denen. Huiuiui. So. Oh. Ich glaube nicht, der ging gerade so daneben. Na. Okay. 20 Sekunden noch, 20 Sekunden noch. Und dann haben wir es erfolgreich verteidigt. Jetzt müssen wir es nur noch aushalten. Komm, jawohl. Was? Oh. Jawohl. Hervorragend. Hervorragend. Gut, Leute, die Verteidigung haben wir irgendwie geschafft. Und dann, genau, müsste das Kapitel jetzt vorbei sein. Das heißt, gleich kommt noch eine Sequenz. Ich verabschiede mich aber schon mal. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao. Es wird allmählich immer kälter. Dauerregen und sogar Schneeschauer kündigen die nächste Jahreszeit an. Den russischen Winter. Werden wir ihn hier erleben? All dies erschwert uns das Kämpfen noch mehr. Die Verluste an Männern und Material sind so sehr gestiegen, dass es einfach unvorstellbar ist, dass die Einheiten, die von Anfang an dabei waren, noch lange einsatzfähig sein werden. Leutnant Joachim Stempel, Panzergrenadierregiment 103.